So, bin ich jetzt gespannt, was hier für ein Schwert ist. Reden. Ah. Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir. Ich kann es mir hochholen. Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Gib's mir. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Oh. Das ist mein... Wow. Nope. Okay. Okay. Eine Art Magie, okay. Wo ist er hin? Da. Wow. Kein Tornado. Kein Tornado. Kein fucking Tornado. Habe ich es geschafft? Anscheinend. Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Ahu! Erondite. Wir kennen uns schon. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Hi, aus dem ersten Teil. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Ich erinnere mich, dass wir... Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Wie habe ich sie verloren? Wobei ich sagen muss, ich habe ja den Spielstand importiert und Erondict war... Einfach großartig. Naja. Und sofort überlastet. Okay. Das hier, abwerfen. Was? Jeder Schlag, also mal abgesehen davon, dass das Schwert abartig OP stark ist, jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen verloren, wenn man Schaden erleidet oder mit der Zeit. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 je nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Einen dauerhaft erhöhten Waffenschaden? Wollt ihr mich verarschen? Ladies and Gentlemen, the most OP weapon has been found. Oh mein Gott!